Wir fokussieren uns sehr, sehr stark auf den IS. Das Kalifat ist so gut wie erledigt, der IS deswegen nicht. Der wird als virtuelles Kalifat weiter bestehen. Wir dürfen aber nicht vergessen, es gibt noch Al-Qaida. Also wenn IS weg ist, IS ist quasi so die Spitze eines Eisberges. Wir haben mit Al-Qaida durchaus weitere dschihadistische Organisationen, auch wenn wir die gar nicht mehr so im Blick haben. Und Al-Qaida ist auch weltweit aktiv. Ja? Zum Beispiel die Al-Shabaab in Somalia kämpfen immer noch. Und das ist keine Gruppe, die sich dem IS angeschlossen hat, sondern das ist nach wie vor eine Gruppe von Al-Qaida und in anderen Regionen der Welt. Ne? Das heißt, wir müssen uns, dürfen jetzt nicht uns fokussieren und sagen, das Kalifat ist weg, der Krieg ist beendet, das Thema ist erledigt. Das Thema dschihadistische radikale Ideologie ist weiterhin da und deswegen müssen wir die gesamte Aufmerksamkeit weiter darauf setzen. Also dürfen jetzt nicht denken, das Thema hat sich erledigt.